Herzlich willkommen zum 1:1-Talk hier bei FC Bayern TV live und ich freue mich ganz, ganz besonders, dass ein Profi Zeit hat in dieser hektischen Zeit, Sven Ulreich. Herzlich willkommen. Hallo. Sven, wir wollen heute einiges über dich erfahren. Fangen wir doch ganz früh an. Wie hat es angefangen mit dir und dem Sport? Ja, ich bin in einer fußballbegeisterten Familie groß geworden. Mein Papa hat Fußball gespielt, war selber Torhüter und dann wächst man natürlich damit auf. Mein Cousin hat im Tor gespielt, klar bei kleineren Mannschaften und dann wächst man da schon früh mit auf. Und ich wollte dann auch unbedingt ins Tor, habe dann mit 3 aber im Feld angefangen, weil der Trainerssohn war im Tor damals und da durfte ich leider nicht ins Tor und habe dann den Verein dann aber nach 2 Jahren gewechselt, um auch selber ins Tor zu dürfen und das war dann auch für mich dann die Berufung. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ist es so, dass der Vater dann das Vorbild ist und deswegen möchte man unbedingt als kleiner Knirps ins Tor? Ja, also schon. Also ich habe immer hochgeschaut an ihm, auch wenn er nur ganz, ganz klein gespielt hat in der Kreisliga A. Aber für mich war das trotzdem immer schön, wenn er seine Tasche gepackt hat und seine ganzen Torwartutensilien reingepackt hat. Fand ich immer besonders, wenn er seine Handschuhe eingepackt hat. Das ist halt nochmal was anderes wie zum Feldspieler. Und deswegen fand ich das immer sehr reizend und wollte unbedingt auch mal Torhüter werden. Jetzt muss man für den Traum, Profi zu werden, ja auch einiges wegstecken. Also nicht nur, dass man dauernd beim Training ist, dass man spielt, dass man viel unterwegs ist. Hast du jemals zu irgendeinem Punkt in deiner Jugendzeit, in deiner Teeniezeit bereut zu sagen, ich möchte gern Profi werden? Nee, überhaupt nicht. Also ich habe immer von Anfang an, wollte ich den Weg gehen, habe gerne auf Sachen verzichtet, wie mit Freunden feiern zu gehen, wenn man gerade die Zeit anfängt, wenn man dann die erste Freundin hatte, immer zu sagen, ja, man hat am Wochenende eigentlich keine Zeit. Ist natürlich nicht einfach oft, aber ich habe es immer gerne gemacht, weil ich wusste, für was ich hinarbeite und ja, man weiß es aber auch nie, ob es dann gelingt, ob man Profi wird, aber auch wenn ich es nicht geschafft hätte, hätte ich es trotzdem gerne gemacht, weil man will es einfach versuchen, das zu schaffen und es ist mir zum Glück gelungen und deswegen umso schöner ist es. Dann der Wechsel 2015 zu den Bayern. Ich erinnere mich noch an die Schlagzeilen. Der 27-jährige Sven Ulreich wechselt als zweiter Torhüter zu den Bayern. Wie hast du die Zeit damals erlebt? Ja, ich habe natürlich auch die Kritiken gelesen, habe auch gesagt, ja, man kann es natürlich, manche mögen es vielleicht nicht verstehen. Für mich war es in dem Moment der richtige Schritt, weil in Stuttgart vieles drunter und drüber ging. Es war auch nicht mehr so der Rückhalt zu spüren, wie noch die Jahre zuvor von der Vereinsführung. Und deswegen wollte ich einfach einen anderen Schritt gehen. Und dann kam das Angebot von Bayern. Und ich glaube, wenn so ein Weltclub anklopft, wie der FC Bayern, war das für mich eine große Ehre. Auch wenn es nur die Nummer 2 ist, in Anführungsstrichen. Ich glaube, Bayern holt kein Torhüter, der nichts drauf hat und als Backup für Manu gut genug ist. Und deswegen war das für mich eine große Ehre, dass ich dann hier unterschreiben durfte. In der Saison 14/15 habt ihr mit Stuttgart gegen den Abstieg gespielt. Welche Rolle hat es gespielt, dass Armin Fee dich für ein paar Spiele auf die Bank gesetzt hat? Mit Armin Fee hatte ich ein bisschen ein schwierigeres Verhältnis, weil auch zu meiner Anfangszeit das nicht immer ganz einfach mit ihm war. Aber Huub Stevens hat mir eigentlich den Rücken gestärkt und deswegen haben wir dann auch am Ende den Klassenerhalt noch geschafft, weil wir einfach ein gutes Team dann hatten. Aber es hat natürlich solche Dinge reingespielt. Also auch die Clubführung hat jetzt mir nicht das unbedingte Vertrauen ausgesprochen, wo ich dann gesagt habe, also ich bin jetzt ein gestandener Profi, ich möchte jetzt einfach dann auch was anderes machen. Und wie gesagt, wenn dann so ein Verein wie der FC Bayern anklopft, dann fühlt man sich auch bestätigt in der Meinung. Ja, und wir wollen mal drauf schauen, was Sven Ulreich beim FC Bayern so gemacht hat. Und im Augenblick, da steht er im Mittelpunkt. Schauen wir auf Timo Werner, der hält! Sven Ulreich! Die Bayern haben es geschafft im Elfmeterschießen. Sven Ulreich, der Held des Abends, hat diesen Ball und ist wieder Elferkiller, wie schon in Dortmund. Sven Ulreich. Es ist sein Abend und ein Beweis seiner Nervenstärke, seiner Präsenz im Bayern-Tor. Mit dem gehaltenen entscheidenden Elfmeter im DFB-Pokalspiel gegen RB Leipzig zeigt Ulreich wieder einmal seine ganze Klasse. Die Freude danach nicht nur bei Ulreich selbst, sondern auch bei der Mannschaft entsprechend groß. Seit der 29-Jährige für den verletzten Manuel Neuer im Bayern-Tor steht, überzeugt er mit Leistung. Für Ulreich keine leichte Aufgabe, Welttorhüter Manuel Neuer zu vertreten.
Doch jedes Spiel zeigt der 1,92 Meter große Schlussmann, dass sich Jupp Heynckes zu 100% auf ihn verlassen kann. Seit der Saison 2015-2016 ist Sven Ulreich beim FC Bayern München, gibt sein Debüt in der Bundesliga am 14. Mai 2016, als er in der 51. Minute für Manuel Neuer eingewechselt wird. Trotz unregelmäßiger Einsätze zwischen den Pfosten ist die Nummer 26 immer verlässlich zur Stelle, wenn es die personelle Situation verlangt. Beim Rekordmeister hält er sich im Training allzeit bereit. An der Seite von Nationaltorhüter und Bayerns Nummer 1 Manuel Neuer hat er den perfekten Trainingspartner, die perfekten Bedingungen, um die Position als Schlussmann des Rekordmeisters jederzeit zu erfüllen. Nach der bedauerlichen Verletzung von Neuer ist dieser Zeitpunkt jetzt gekommen und Ulreich damit in den letzten Wochen geforderter denn je zuvor in München. Intensiver hätte es nicht laufen können. Englische Wochen, Bundesliga, Pokal und Champions League. Keine lange Eingewöhnungsphase, keine Schonfrist. Doch Ulreich war und ist bereit für diese Aufgabe. Ja, das ist ja schon etwas ganz, ganz Besonderes, als zweiter Torhüter bereit zu sein für so eine Aufgabe. Wo siehst du die größte Schwierigkeit? Ja, die größte Schwierigkeit ist einfach, die Spannung hochzuhalten von Woche zu Woche. Klar, man arbeitet sich auch hin zu den Spielen, man macht das komplette Training mit Manu, aber das ist dann schon schwierig. Und wenn dann so Situationen gefordert sind, wo man dann reingeworfen wird, ohne viel Spielpraxis, dann die Spiele zu bestreiten, was für einen Torhüter nochmal viel intensiver ist wie für einen Feldspieler, wenn man die ganzen Abläufe, man kann so viel trainieren, wie man möchte, aber so ein Spiel ersetzt es dann doch nicht. Deswegen ist es nicht ganz einfach und muss dann auch wieder erstmal in den Rhythmus kommen. Das dauert beim Torhüter dann ein bisschen länger, gerade so Sachen wie Spieleröffnung oder auch die Distanzen wieder wahrzunehmen, das ist dann schon ein bisschen schwieriger, aber es ist mir zum Glück in den letzten Wochen dann doch ganz gut gelungen. Genau, du bist auch schwer reingekommen, hast das dann über die Kurve bekommen. Wie gehst du mit der Kritik um, die dann in den ersten Spielen auf dich einschlägt? Ja, es war ein Spiel, wo ich einfach nicht gut aussah gegen Wolfsburg. Eine Situation eigentlich nur, wo ich selber ja nicht wusste, was da los war, warum ich so agiert habe. Aber das kommt leider vor im Fußball, da macht man einfach auch Fehler. Gerade als Torhüter in der Position ist es immer schwierig. Ja, da muss man einfach drüber stehen. Man muss natürlich das analysieren und dann aber auch schnellstmöglich wieder abhaken, um nach vorne zu schauen. Und das habe ich versucht zu machen und ist mir dann auch gelungen, durch wieder gute Trainingsarbeit wieder Vertrauen zu finden und natürlich dann auch durch Spiele und Siege ist das dann enorm wichtig und auch vom Trainer das Vertrauen dann zu bekommen und mit ihm durch Gespräche auch wieder die Rückendeckung zu bekommen. Ja, man hat es euch gesehen, Bestnoten in den letzten Spielen, starke Paraden, großer Rückhalt für diese Mannschaft. Wenn du jetzt zurückschaust auf deine Zeit, wie unterscheidet sich der Torhüter, der jetzt gerade zwischen den Pfosten steht, zu dem Torhüter, der 2015 zu den Bayern gekommen ist? Ja, ich bin an vielen Dingen bin ich nochmal gewachsen. Also ich habe das Torwartspiel natürlich mit Toni Topalovic auch nochmal ein bisschen verbessert. Die Sprung und die Explosivität haben wir da viel gearbeitet. Und natürlich im Spielerischen, Fußballerischen haben wir da enorm gearbeitet, weil es einfach gefordert wird hier beim FC Bayern, weil wir oft spielen wollen, wenn es geht. Und das haben wir in den letzten Jahren eigentlich schon konsequent auch daran gearbeitet. Und das sehe ich auch einen Fortschritt, klar. Welche Rolle spielt Manu Neuer dabei? Ja, Manu ist enorm wichtig, wenn man sieht, wenn man so einen Weltklasse-Torhüter wie ihn immer jeden Tag im Training vor sich hat, dann schaut man sich natürlich einiges ab. Man kann nicht alles kopieren, weil es einfach auch viel Gottesgabe ist, was Manu dann geschenkt bekommen hat. Aber er macht schon viele Dinge, die man so von außen nicht so sieht, wenn man also als außenstehender Torhüter mal auf die Spiele achtet. Aber im Training sieht man dann schon, wie er arbeitet und das hilft natürlich enorm und kann sich da auch einiges abschauen. Von den gottgegebenen Dingen, wenn du dir eine Eigenschaft aussuchen könntest, welche würdest du nehmen? Ja, ich glaube, also Manu hat so eine Gabe, die ist einfach, dass er so schnell die Bälle antizipieren kann, dass er eigentlich schon vorher weiß, wo der Ball hinkommt, bevor der Gegner schießt. Das ist schon enorm und ja, wenn ich die hätte, dann wäre ich auch nicht so unzufrieden. Du hast Toni Topalovic angesprochen, seine Rolle ganz sicher auch enorm groß. Beschreib mal ein bisschen, was er in den letzten Jahren dir beigebracht hat. Ja, wie gesagt, er hat schon versucht, gerade in der Explosivität zu arbeiten. Wir haben da schon Dinge, auch die Manu macht, versucht, in mein Torwartspiel einzubringen. Und ja, im Fußballerischen hat er natürlich mir auch sehr geholfen. Und Toni ist ein
einer, der viel arbeitet und auch immer wieder mit Videoanalysen arbeitet, wo man das dann auch selber sieht, wie man das macht. Und es ist enorm hilfreich, wenn man es nach dem Training nochmal kurz anschaut und wenn man dann auch, kann man auch besser verstehen, was er meint, was man anders machen sollte. Spielpraxis, das große Thema. Du hast es auch schon angesprochen. Erklär uns mal, wie es ist, wie lange man braucht, um einfach in diesen Rhythmus, in diesen Spielpraxisrhythmus reinzukommen, auch als Torhüter. Ja, das kann man jetzt schlecht pauschalisieren. Also es ist natürlich so, dass man, dass es gut ist, wenn jeden dritten Tag ein Spiel ist, dann wächst man da auch wieder rein, hat ja wieder, wie gesagt, die Abläufe stimmen, auch ja, den Rhythmus einfach aufzunehmen. Das ist dann schon einfacher, wenn dann jeden dritten Tag ein Spiel ist, wie wenn dann nur jedes Wochenende ein Spiel ist, dann tut man sich da schon schwerer. Aber so 2-3 Spiele, denke ich, braucht man schon, um so die Grundabläufe und das, ja, den Rhythmus wieder zu bekommen, braucht man da eigentlich schon. Ja. Wie siehst du denn das moderne Torwartspiel heutzutage? Ja, das hat sich enorm verändert. Ich glaube, Manuel hat es dann auch richtig geprägt, das neue Torwartspiel. Man ist natürlich ein Torhüter, der viel mitspielen muss. Fußballerisch ganz anders wie noch vor ein paar Jahren. Also man muss links wie rechts eigentlich den Ball gut behandeln können. Ja, also es hat sich in dem Bereich schon enorm verändert. Und auf der Linie sowieso ist es alles viel explosiver geworden, wie, glaube ich, noch vor ein paar Jahren. Ja, da sind schon viele Facetten von dem Torhüter gefragt. Grundvoraussetzung, um guter Torhüter zu sein, muss man eine gewisse Länge haben eigentlich? Würdest du sagen, heutzutage geht nichts unter 1,90? Nein, ich glaube, der Sommer von Gladbach ist sogar unter 1,90 und ich finde ihn einen sehr guten Torhüter. Also das hat nichts damit zu tun. Ich glaube, wenn man eine gute Sprungkraft hat, kann man das auch wegmachen. Aber es ist natürlich nie schädlich, wenn man über 1,90 ist, dann kommt man auch an den einen oder anderen Ball doch eher dran. In den letzten Wochen makellose Bilanz unter Jupp Heynckes. Wie hat er das bei den Bayern verändert jetzt im Augenblick, das Klima? Wie hat sich sein Wechsel ausgewirkt? Ja, er hat natürlich eine unheimliche Ruhe mit reingebracht, hat viel gesprochen mit den Spielern, hat ein klares Konzept wieder vorgegeben, was wir in der Defensive, dass wir alle zusammen in der Defensive auch arbeiten. Das war davor vielleicht weniger der Fall und haben dann auch einfach eine kompakte Defensive gehabt, was sich auch an den Gegentoren auszahlt, weil wir sehr wenig bekommen haben in der Zeit, seit der neue Trainer da ist. Und ich glaube, das ist einfach ein Garant dafür, dass wir dann auch erfolgreich sind, weil wir haben einfach enorme Qualität in der Offensive und wir werden immer ein Tor machen, aber wir müssen defensiv einfach gut stehen. Und das war sein Credo und da hat er einfach durch so viel Erfahrung und auch gute Trainingsarbeit einfach wieder neue Impulse gesetzt. Was sind die Ziele diese Saison bei dir, bei den Bayern? Ja, also wir hatten ja vor der Saison schon die Ziele, dass wir die nationalen Titel auf jeden Fall gewinnen wollen und die internationalen Titel gehört dann natürlich auch etwas Glück dazu. Da sind wir jetzt schon im Achtelfinale, das ist schon mal sehr schön, aber es ist dieses Jahr auch noch alles möglich. Wir wollen einfach jetzt weiter vorankommen. Ich glaube, wir haben da einfach noch Luft nach oben, auch dadurch, dass wir jetzt noch nicht so wirklich alle zusammen arbeiten konnten, eine intensive Trainingswoche hatten, weil eigentlich immer englische Wochen waren, müssen wir einfach schauen, dass wir da weiter vorankommen. Und dann, glaube ich, wenn dann auch wieder alle gesund werden, hoffentlich zügig, dass wir dann auch schnell unsere Top-Leistung abrufen, weil wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen. Und dann ist auch, glaube ich, einiges möglich dieses Jahr. Dein Vertrag läuft im nächsten Sommer aus, dann bist du 30, also im besten Torhüteralter. Gibt es schon eine Tendenz bei dir, in welche Richtung es geht? Nee, ich mache mir da auch wirklich noch gar keine Gedanken. Also ich habe jetzt noch ein halbes Jahr hier Vertrag. Es werden sicherlich dann auch irgendwann mal Gespräche stattfinden. Aber momentan will ich mich einfach darauf konzentrieren, Manu so gut es geht zu vertreten, der Mannschaft zu helfen, gute Spiele zu machen und dass wir dann in der Position sind, wenn Manu zurückkommt, dass wir dann hoffentlich dann auch weiter in allen Wettbewerben vertreten sind. Sven, vielen Dank, dass du da warst. Sehr schön. Alles Gute für die Zukunft und euch noch viel Spaß bei FC Bayern TV Live.